Heyo Lucky Block Freunde, herzlich willkommen zurück zu Lucky Sky House und heute haben wir die Trollblöcke am Start. Das habt ihr euch ja gewünscht im letzten Video mit den Shade Lucky Blocks und ja, auf jeden Fall wird das hier, denke ich, krasser, weil die Troll Lucky Blocks, die trollen nämlich nur rum und da habe ich, um ehrlich zu sein, Bedenken, dass wir da ein gescheites Haus hinbekommen. Da bin ich richtig gespannt. Ich glaube, das wird das grüppeligste Haus, was wir je in Lucky Sky House gebaut haben werden, würden, wollen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Deswegen bin ich auf jeden Fall mal mega gespannt. So, wir schnappen uns das Zeug hier und das da und dann gehen wir hin und pflanzen. Da hinten mal so einen Baum hin. Eine Werkbank vielleicht noch machen. So, zack. Oh cool, da ist ein Apfel bei rumgekommen. Ah nein! Das war, oh, war das dumm. Oh Gott, ich sollte, ach, das war nicht geplant, dass die Werkbank so weit, ja. Ah, mein Fehler, tut mir leid, Leute, tut mir leid. So, wir gehen jetzt hier bis ans Ende, so, so, und machen hier das da. Und dann, ja, machen wir das hier und dann so, perfekt. Und dann fangen wir schon an mit dem Abbauen, so. Und zwar fangen wir von hier mal an und, okay, der Todesknopf, ne? Der Todesknopf, den kennt jeder. Wenn ich jetzt da drauf sterbe, drücke, sterbe ich so. Ja! Ich habe auf jeden Fall schon... Habe ich mich jetzt gerade ernst... Da ist ein Loch. Da ist ein gottverdammtes Loch und ich fall durch. Hier! So, wir spawnen hier jetzt immer auf dem Bedrock. Da kann nämlich nichts passieren. So, Game Mode 0. Okay, wir haben schon einen Block, nämlich den Netherrack. Schon mal gut. Jawohl, ganz viel Bedrock zum Bauen. Oh, nochmal dieser Knopf. Okay. So, und ich schnapp mir jetzt dieses... Kann ich das ganz normal abbauen hier? Ja, so, so. Und so. Und so. Okay, und jetzt das da. Das ist nur so ein Schwert gewesen. Das ist eine Blumenexplosion. Sag ich's doch, na? Ich kenne die Blöcke richtig gut. So, ein Ofen. Und noch eine Explosion. Nochmal sowas. Und Zombies. Okay. Und noch eine Explosion. Oh Gott. So, nur Tränke. Oh, nein. Okay, wir haben hier Spawner. Aber zum Glück habe ich das ausgestellt. Jetzt sind es Monten. Hä? Ich dachte, es wären Raketenspawner. Okay. Was sind denn das für Spawner hier? Von welchen Monstern? Monster-Spawner steht da. Oh, Explosion. Hä? Ach, die spawnen Fackeln hier im äußeren Kreis. Okay, der Hase. Nein. Oh nee, du dummes, fettes Pferd. Du hast alles versaut. Egal, ich habe jetzt hier genug Blöcke dann. Das hat halt ernsthaft. Alter, das hat halt... Oh Gott, das hat halt die ganze Schicht hier. Oh nee, du dummes Pferd, Alter. Wie konnte sowas passieren? Dass du direkt alles weghaust. So, aber die Fläche hier würde ich schon gerne nutzen. So. Warum rastet das Pferd gerade? Es ist durch Feuer gelaufen. Gutes Pferd. So. So, das nehmen wir hier mal mit. Damit ich noch an die unteren Blöcke komme. Ich will jetzt nicht alles abbauen. Weil ich die Fläche eigentlich nutzen möchte. Zum Haus bauen. Oh. Ja gut, da wäre ich jetzt eh nicht mehr runtergekommen. Wobei ich jetzt hingehe... würde, ich habe nichts, ich bräuchte das alles zum Bauen, ne? Alles. So. Alles. So, ich habe hier unten Blöcke, die noch zum Bauen genutzt werden sollen, aber ich habe keine Blöcke, die ich dafür verschwenden möchte, dass ich da unten bauen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Wir gehen mal hier ein bisschen tiefer. So, ist ja halb so wild jetzt. Nehmen wir das mal weg. Noch so eine Spitzhacke hier. So, so, da, ja, nee, da kommt ja nichts Gescheites mehr raus. Sind nicht mehr so viel Blöcke. Yo! Okay, ich habe eine Pyramide. Okay, gut. Dann haben wir schon mal Stuff. Ich weiß nicht, wo die anderen Blöcke sind. Die sind wahrscheinlich... Okay, da sind noch welche. Ein Bob Junior. Nein! Nein, nein, nein! Nee, das ist das, was ich vorhin dachte. Und das bauen wir garantiert ab, Leute. Alter. Aua. In den Ohren tut es weh. Aha. So. Komm, mach mal das hier weg.
Alter. Oh Gott. Alter. Alter. Nein, mach's doch jetzt weg. So. Alter. Okay. Ding ist jetzt. Gibt's da irgendwo noch Blöcke? So, ich nutze das jetzt hier und wir wohnen in der Pyramide. So, weil ich muss ja aus dem, was ich habe, etwas bauen. Und da... Ah, okay, das sind noch welche. So, okay, es war alles nichts Wichtiges. Aber Hauptsache eine Explosion dabei gewesen. So. Boah, ey, diese Explosion manchmal, ne? So. Und zack. So. Obsidian kann ich nicht abbauen. So, das machen wir einfach spaßeshalber. Bauen wir das noch weg, weil ich das nicht brauche. So. Aber ich denke mal, pass auf, das mache ich jetzt auch weg. So. Command-Block baue ich am Ende weg. Denke ich mal. Ist da noch. So. Das da will ich auch weg. Das, dann ist es symmetrisch hier. Ah, nee, nicht ganz. Schade. Das wäre richtig cool, wenn es symmetrisch wäre. Dann ist das da auf jeden Fall unser Balkon. Und hier kommt man rein. So. So. Ich weiß gar nicht, was das hier für ein Erz... Warum habe ich hier Tinnerz? So. Hier das da. Das da. Das da. Und das machen wir auch noch weg hier. So. Das da. So. Zack. Zack. Das da noch weg. Das da noch weg. Das da noch weg. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall Fenster. Hier kommt der Eingang hin. So. Und hier kommen nochmal Fenster hin. So, das hätten wir. Und ich habe... Nein, ich habe keine Leitern. Aber ich habe da hinten noch Holz. Das heißt, ich kann Leitern machen. Und dann werde ich hier an die Seite... Warte mal, ich habe ja davon was. So, gehen wir hin und machen hier... Zack, 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 zack. So, das heißt, hier oben wird aufgemacht. So, so. Komm mal her. Und dann machen wir diese Slabs hier hin. So. So, hier kommt auf jeden Fall eine Leiter hin. So, das craften wir jetzt nämlich alles noch. So, machen wir Platz hier. Die Axt, so, genau. Ein paar Leitern. So, nicht viel, aber ein paar. So, das reicht auch schon. Zack. Ups. So, so. Und so. Und wunderbar. Wupp, 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 wupp. So, so, so. Sehr geil. Und daraus mache ich noch einen Kohleblock. Zack. So, gut. Oh ja, das sieht doch schon mal ordentlicher aus. So. Und dann machen wir hier. Das würde ich gerne so umranden. Ne? Okay, gut. Machen wir das folgendermaßen am besten. Ich mache hier in die Ecken. Warte, hier. So. Sowas. Ah. Dann, 22, warte, ich mache die äußerste Reihe hier mal weg, an Treppen. Und dann machen wir das nämlich so, zack, 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 zack. Hä? Ach, jetzt hat es die nach unten gesetzt. Danke. So, und das nächste hier, einfach mal rundum hier weg. So, so, so. Und zack, zack, zack. Perfekt, ey, das wird das ultimativste Haus hier, glaube ich. So, und die Leiter hier muss ich auch nochmal wegmachen. So. Und das da auch noch. So. So, so, so. Und in die Ecken kommen dann die Treppen. Und zwar... Ah, ne, das geht sich da nicht aus. Ah, doch, machen wir das. Ne, warte mal. Das verbindet sich ja nicht. Ah, ein bisschen doof. Warte, machen wir doch die Treppen einfach so. Ah! Was machst denn du? Mach das weg. So. Ich will das hier haben. Und hier. Und hier. Und hier. So. Dann ist es der Eingang. Und hier kann ich da was dazwischen machen. Na, guck mal. So. Weil ich davon noch welche habe. Dann sieht es einigermaßen okay aus. So, und zack, zack, so. Okay, dann kommt da wieder die Leiter hin. Und ich mach da oben drauf.
da wo ich das jetzt halt habe, gehe ich jetzt einfach damit außen rum. So, ah, dann kann ich die ja wegmachen hier. So, zack, zack, zack. Dann, ja, okay, dann hat es das nicht wirklich was ausgemacht. Au! Drecksfeuer! So. Und hier auch noch. 1, 2. Und da machen wir auch von mir aus so. Das können wir mal lassen. Und dann mache ich hier Treppen. Treppen. So rum hin. Na gut, es passt halt nicht wirklich. Und ich habe keine, nicht so viele Zäune. Das ist halt dumm. So und 1, 2, yay, cool. Was habe ich hier noch? Bedrock. Das packen wir mal hier in die Ecken einfach. So. Und der Eingangsbereich, also das kommt ja dann noch weg. So. So, okay, dann kommen hier. Das Ganze so hin. Ja, und dann kommen hier 2 Türen hin. Und den Rest, den brauche ich eigentlich gar nicht wirklich verbauen. Ich habe ja hier das da noch. Und dann machen wir hier einen Ofen rein. Der ist hier so. Und den Kohleblock, den setzen wir hier hin. Da können wir die Aussicht genießen, Leute. Und ja. Der hintere Teil ist halt wegen Obsidian. Den kann ich nicht abbauen. Aber ist ja okay soweit. Muss ich sonst noch irgendwas machen? Also ich weiß nicht, ich würde in dem Haus hier fast wohnen wollen. So, ich habe da hinten noch Holz. Das lasse ich noch kurz mitgehen. Reicht es für eine Kiste vielleicht? Warte mal, machen wir zack, zack. Also ich will es eigentlich für eine... Ah ja, also dann machen wir es für eine Tür. So, zack und wir machen noch eine Tür. So, zack, zack. Und dann gehen wir hin und machen... Wupp, wupp. Und dann gehen wir in Game Mode 1. So, Game Mode 1. Und tun das hier alles mal wegklopfen. Und fliegen mal hier weg. Und haben jetzt hier ein wunderschönes Haus aus Troll Lucky Blocks gebaut, Leute. Überragend. Also, mir gefällt es, um ehrlich zu sein. Weil das hat halt so einen netter Stil. Ich kann jetzt das hier noch verbessern im Game Mode, das hier. Und das noch symmetrisch machen. So, komm, das machen wir mal noch. Und zack. So, komm, den Kohleblock machen wir mal weg. Den habe ich eigentlich nur aus Jux und Dollerei dahin gemacht. Das da unten, machen wir es so. Okay, gut. Und den machen wir auch weg. So, damit bin ich zufrieden, Leute. Also man kommt hier rein in das Haus. So, zack. Hier rein. Und dann hat man hier ein wunderschönes Haus stehen. Yay! Das ist doch ohne Witz, das ist echt, echt cool. Und was würdet ihr davon eigentlich halten, wenn man ein Lucky Sky House Battle macht, Leute? Indem man gegen jemanden spielt, ne? Das heißt, einer hat den Troll, die Troll-Insel, der andere hat von mir aus die Plural-Insel. Und beide müssen halt eben sich so ein Haus bauen. Und am Ende bewerten die Zuschauer, welches Haus gewonnen hat. Ich weiß ja nicht. Aber was meint ihr dazu? Schreibt's in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.